Bassdrum-Technik. Bei der Bassdrum gibt es zwei Arten, wie ich sie spielen kann. Das eine ist, dass ich den Fuß einfach aufs Pedal lege und vorne drücke. Die zweite Variante ist, dass ich mehr aus den Ballen ausspiele. Circa 3/4 vom Pedal ist bedeckt und dann mit dem ganzen Bein von oben abdrücke. Es gibt auch zwei Varianten vom Verhalten des Beater. Ich kann ihn einerseits reindrücken ins Fell und ihn auf dem Fell stehen lassen. Oder ich tue ihn nach dem Schlag sofort wieder lösen. Das sind die zwei Arten. Meistens bei Pop-Rock-Geschichten sind es maximal zwei Schläge, die ich am Stück spiele. Dementsprechend braucht es eine Technik, wo ich locker die zwei Schläge eben ausspielen kann. Das mache ich so. Das Pedal ist locker mit ca. 3/4 verdeckt. Ich tue das Bein lüpfen, Ferse rauf, drücke ab, ca. 10 Ballenbereich, spiele den ersten Schlag und der zweite mit Ballen Mittelfuß. Das heisst, ich komme oben ab, spiele den ersten und den zweiten und tue wieder lösen. Eine super Übung für das ist Shuffle. Ich spiele einen Schlag, habe eine Pause, spiele noch einen den dritten und den ersten wieder. Das wäre dann in der Gesamtabfolge 1 und A2 und A3 und A4 und A1. Ich habe also immer zwei Schläge, eine Pause und kann das dementsprechend so sauber trainieren. Das Wichtigste ist ein homogener Sound bei der Bassdrum, eine lockere Spielweise. Es gibt nicht nur die von oben runter, die Technik, sondern auch von der Seite, sogenannte Swiveling-Techniken. Es gibt unglaublich viel Lehrmaterial zu diesen Techniken. Dort das, was am besten zu dir passt, was deiner Spielweise am ehesten entspricht und deiner Soundvorstellung.